each child that's born, a morning star rises and sings to the universe. Für mich gehört dazu, dass man die Möglichkeit kriegt, zuallererst mal herauszufinden, was ist eigentlich mein Traum und was will ich lernen auf dieser Welt? Wofür bin ich hier? Eine neue Welt braucht neue Schulen. Die Kinder und die Jugend sind die Zukunft der Welt. Kreativität, Neugier, innovatives Denken, auch das zu suchen, was hinter ihren Grenzen liegt, das brauchen wir für unsere Welt. Em 1995, foi fundado no sul de Portugal o Centro de Investigação para a Paz, Tamera. Este pesquisa e transmite conhecimentos sobre a paz nos aspectos essenciais à vida. Água, energia, alimentação e também a nível social. A vida comunitária, a confiança entre homem e mulher e a cooperação com a natureza. Neste contexto, há 10 anos, uma equipa de Tamera trabalha continuamente com um grupo internacional de crianças, desenvolvendo novas formas de aprendizagem. Aqui, surgiram as bases para criar uma escola internacional, a Escola da Esperança. Em fevereiro de 2012, foi entregue um pedido de reconhecimento oficial às autoridades portuguesas responsáveis pela educação. Na Escola da Esperança, as crianças deverão poder desenvolver o seu grande potencial mental e espiritual. A sua personalidade poderá ser fortalecida e hão de ser encorajadas a empenhar-se pelos seus sonhos e pela vida. Farben rot, blau, grün, Bleistift und eine Unterlage. Also ich glaube, dass Lernen ein Vorgang ist, der immer von innen her geschieht. Also das Kind braucht die Entscheidung, in etwas vorzudringen, was es bisher noch nicht kannte. Und dafür muss man sich öffnen. No espaço de aprendizagem livre, as crianças encontram muitos materiais inspiradores para ler, escrever, contar, medir, calcular. Aqui podem seguir os seus interesses e fazer aquilo que corresponde ao seu desenvolvimento. Also das Wichtigste ist, dass man die Kinder wahrnimmt. Und dass man nicht denkt, von einem Plan aus, das und das und das sollten die Kinder jetzt alle können, weil sie so und so alt sind. Ja, und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, dass wir selber aus diesem Plandenken rauskommen und uns getrauen, die Kinder freizulassen und zu gucken, was sie eigentlich tun. Also ich stelle mir die neue Schule so vor, dass es einmal einen großen Kletterpark gibt und auch wenn du mal was in der Schule, zum Beispiel das 1x1 auswendig lernen, dass du da einfach hingehen kannst und klettern und währenddessen das 1x1 aufsagen. Heißt das 4,5? Ja, genau. 4,5. Mhm. Ich denke überhaupt gar nicht, dass man Kinder zum Lernen zwingen muss. Weil ich denke eher, dass Kinder so vom Lernen abgehalten werden. Weil ein Kind von selber, das lernt Fahrradfahren, das lernt Schwimmen und Sprechen. Und das ist, man setzt ein Baby nicht in eine Schule und sagt so, jetzt lernen wir hier sprechen. Das passiert von selber. Dadurch, dass unsere Gesellschaft so leistungsorientiert wird, ist die Schule immer gekoppelt an Wertung. Dadurch ist es auch ganz dicht immer an einem System von Angst. Como se sabe hoje em dia, a partir das investigações científicas sobre o cérebro, o medo impede a verdadeira aprendizagem. Para esta acontecer, é preciso sentir confiança, para que possamos descobrir o que realmente nos interessa. Como e onde é que o verdadeiro empenho irá crescer? Also ein guter Lehrer ist auf jeden Fall einer, der die Kinder auch selber lernen lässt. Also ich glaube, wenn die Kinder frei lernen können, dass sie dann schneller lernen und mehr Spaß am Lernen haben. A música, a arte e o movimento são elementos importantes da Escola da Esperança. As crianças experimentam a sua alegria e a sua força e aprendem a reconhecer e a expandir os seus limites.
As crianças precisam de saber que podem confiar nos adultos, sabendo que estes, entre si, tomam partido pela verdade e pela proteção da vida. Isto dá uma orientação às crianças para o desenvolvimento da sua personalidade em termos humanitários. Wir haben in unserem Konzept den Satz helfen hilft. Ein Kind, was einen verletzten Vogel findet, es nimmt diesen Vogel, es baut ihm ein Nest, es hält ihn stundenlang in der warmen Hand, weil es weiß, dass das hilft dem Vogel. Es betet für ihn, es schenkt ihm Lebenskraft und zwar egal, ob er eine Stunde später stirbt oder nicht. Und wir versuchen eben den Kindern immer eine Aktionsmöglichkeit anzubieten, wo sie ihre absolut authentische Anteilnahme und der Versuch, das Leben zu schützen und zu heilen, wo sie das richtig umsetzen können. Ein Baum kommt grundsätzlich bis dahin in die Erde, wo die Wurzeln aufhören, ja? Na educação prática, as crianças aprendem com o exemplo dos profissionais, seja na permacultura, na tecnologia solar, na cooperação com animais ou na carpintaria. Descobrem que a sua ação é relevante e que eles próprios podem aceitar responsabilidades. Ich denke, dass vielleicht 60% des Unterrichts in der Schule stattfinden soll und 40% in der Welt. Em Tamera, Centro de Pesquisa para a Paz, as crianças e os jovens conhecem investigadores dedicados e os seus respectivos filhos. Através da convivência multicultural, desenvolvem-se o interesse e a compreensão por outras formas de vida. Ich will gerne politischen Unterricht, also viel über die Welt rausfinden, viel über neue Schulen lernen und viele Schulen besuchen in verschiedenen Kontinenten, verschiedene Kulturen kennenlernen und verschiedene Sprachen auch lernen. Outro conceito importante da Escola da Esperança é o projeto interdisciplinar. Mergulhar em grupo num determinado assunto, ocupar-se com questões de investigação, passar por processos e juntos perseguir grandes objetivos. Unser Projekt, das wir am meisten lieben und wo wir jetzt die größte Erfahrung haben, sind die Theaterprojekte. Und das ist quasi ein großes interdisziplinäres Projekt. Nuestra segunda pregunta es, realmente, ¿qué está pasando en el mundo? Esa es una buena pregunta. Em 2007, após uma peregrinação em Israel-Palestina, nasceu a peça de teatro A Sombra Negra e o Enigma da Princesa. Desde então, esta peça levou os jovens atores a vários países e foi apresentada em 4 idiomas diferentes. Mira, Tabea! Aqui está escrito na história de uma madre campesina desplazada. Em nossas terras. Tuvimos muchos animales. En nuestros campos crecía todo lo que nos hacía falta para comer. Pero llegaron los grupos armados. Si tienen alguna posibilidad, ayúdennos. We are here with our theater piece, and the aim of the theater piece is to show the world what happens to people like you. And just for you to know, we are there and we will bring it into the world and never give up. Zum Beispiel diese Reisen, die wir gemacht haben, nach Israel, Palästina und eben nach Kolumbien, wo man hautnah erlebt hat, was Menschen dort einfach jeden Tag leben. Zum Beispiel in Israel an dieser 9 Meter hohen Mauer lang zu laufen. Von dem Moment an konnte ich mich nicht mehr voll abgrenzen von der Welt. So, weil ich ein Stück Wahrheit gesehen hatte, was da los ist. Und dann irgendwann kam eben wirklich von uns, wir wollen ein Theaterstück machen, der Welt zu sagen, was wir gesehen haben. Das war dann nicht nur ein Theaterstück schreiben, sondern es war richtig
Impro-Theater, Schule, lernen sich auszudrücken, lernen laut zu sprechen. Also da hing so viel dran. Höher die Stimme, breiter die Stimme, leiser, lauter. Was euch anfängt, so dass ihr der Person helft, was zu tun, wo ihr merkt, da war er noch nicht. Son. Und das andere, was halt auch für mich richtig, richtig super war, dass dadurch halt auch wir viel mehr zu einer Gruppe geworden sind. Weil wir haben halt einfach gemerkt, wir können uns nicht auf die Bühne stellen mit unseren Freunden, wenn irgendwas zwischen uns nicht stimmt. Através de vivências como esta, as crianças têm a oportunidade de experimentar o poder da vida em comunidade, a capacidade de resolução não violenta de conflitos, o apoio mútuo e o aprender a ser responsável pelo grupo. Estes são elementos-chave da Escola da Esperança. A percepção de si mesmo como fazendo parte de algo maior é o pressuposto para pensar e agir de forma global.